Ja, warte, ich bin gerade im Klo. Bin gleich soweit. Ja, jetzt warte mal. Ich bin noch gerade im Bad. Wenigstens noch Hände waschen. Im Bad. Wenigstens noch Hände waschen. Bin nicht so eine Drecksau, die aufs Klo geht und sich danach nicht die Hände wäscht. Das ist ekelhaft. Aber genug Vollidioten bei uns in der Firma, die das nicht machen. Die Mission machen wir noch. Danach lege ich mich mal hin bis um 8 oder so. Gib mir mal dein Fahrzeug frei. Danke.
Warum lässt du das eigentlich nicht? Fahrzeuge bedürfen von nur Freunde benutzen. Das habe ich auch gemacht. Ja, ach so, du sitzt schon im Flugzeug oder was? Habe noch 4,3 Kilometer. Wer war das? Hä? Wer? Was war das jetzt gerade? Ah. Kann ich mir vorstellen. Kommst du alleine klar mit dem Flugzeug? Ja, ne? Ja, genau, renn zu deinem Kollegen, dann kann ich beide abrechnen. Ist ganz geil, ja. Alter, jetzt habe ich die Schnauze voll. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Die gehen mir gerade so auf den Sack. In Homme, in Sack.
Ein Mann und der alte Sack. Ich treffe das Flugzeug nicht. So riskant. Komm, hol du das Flugzeug. Alle tot, hä? Los geht's. Bin unterwegs. Da waren so ein paar Leute am Strand, die hätten ein bisschen Panik geschoben, weil irgendwo laut geknallt hat. Ich weiß gar nicht, doch, warst du damit dabei? Doch, ich glaube schon. Im Winterurlaub, wo so ein Truppenübungsplatz in der Nähe war. Wo der Lukas Isenmann noch mit dabei war. Er hat dann beide Hände hochgehoben und gemeint, ich ergebe mich, ne? Ja. Da hast du aber die Kugeln fetzen gehört, du. Leck mir am Arsch. Ja, das war eine geile Zeit. Was meinst du, wie alt wird die Hanne jetzt sein? Boah, da? Auch schon über 70, oder? Ja, schon. Aber wenn ich wirklich mal gern wiedersehen würde, wenn sie noch lebt, die Uli Schober. Kennt ihr noch, oder? Kann ich sagen, ob die noch lebt. Die sah ja schon damals ziemlich schlecht aus. Ja, aber dann, wo wir hinterher beste Freunde waren, wo wir noch ein Referat gehalten haben, wo sie uns eine 1 gegeben hat damals. Das war die, die immer so ein bisschen verrückt aussah. Ja, Mel. Am Anfang, hey, ich hab, Scheiße, Rakete. Ah, ja.